East Harlem. Eine verzögerte Reaktion. Nicht gut. Vielleicht laufen solche verdorbenen Zeitbomben überall in Manhattan rum. Ich glaube, das ist sehr weit nördlich der ESU. Lees Verderbtheit ist erschreckend. Wirklich niemand ist sicher. Bin ja an feindselige New Yorker gewöhnt, aber das ist ein ganz neues Level. Gut, dass ich Philipp auf meiner Seite habe. Der Typ hat ganz schön was drauf. Hochbahn könnte Harlem bedeuten. Ich bin auf der richtigen Spur. Wenn ich die verfolgen kann, bin ich am Aufnahmeort des Fotos. Ich bin genau da, wo es ist. Also ich habe den wirklich ziemlich gut. Hier ist es. Keine verdorbenen Studenten. Aber sie scheinen hier gewesen zu sein. Ja, sie scheinen es wirklich gut. Gut gesetzt zu haben, den Marker. Was ist passiert? Ein Haufen Wahnsinniger ist ausgerastet. Die waren high oder so, sind die Straße hochgerannt. Ich muss sie finden, bevor sie jemanden ernsthaft verletzen. Was zum Teufel war mit ihm? Mein Auto ist in der Werkstatt. Die Polizei, sie jagen jemanden die Gasse runter. Da sind sie. Beenden wir das. Lee hat viele Leute auf der Halloween-Party verdorben. Du bist einer von ihnen. Aber je schneller ich euch wieder in Ordnung bringe, desto besser. Ach komm, machen wir's schneller. Schalten wir einen Gang hoch. Okay, ich gebe etwas an. Tür ist abgeschlossen. Keine Zeit für Höflichkeiten. Ich glaube, das war's. Ich habe meinen Latte getrunken. Und an den Überfall von damals gedacht. Und diese Menschenmenge gesehen. Und es war, als ob ein Schalter umgelegt würde. Alles ist jetzt gut. Aber du solltest auf entkoffiniert umsteigen.
jetzt noch mehr von diesen Nebenmissionen? Ja, anscheinend schon. Machen wir mehr davon. Scheint ja nicht mehr allzu viele zu sein. Jetzt weiß ich, warum es so viele Nebenmissionen da gibt. Boah, das ist auch viel zu weit. Nee, komm. Kürzen wir ab. Ich bin mal kurz auf Toilette, bis gleich. So. Gleich noch was zu trinken geholt. Spricht über etwas, das ich schon lange geahnt habe. Also ich steige gestern auf der Badewanne und sehe zum Fenster. Und was sehe ich? Spider-Man schwingt vorbei, als wäre seine Wohnung. Ich war nackt. Sie haben ein Mitgefühl, Madame. Wenn man sich vorstellt, welche abartigen Leute sich... Der hat aber nicht reingelunzt. ...ist es nicht mehr weit bis zu erbärmlich... Hey, Spider-Man, es gibt noch einen vermissten Studenten. Der letzte Vermisste ist Steve Hopkins. Ich mache mir um ihn Sorgen, weil ein paar Jungs von Tombstones Gang angefangen haben, in seiner Nachbarschaft Geschäfte zu machen. Steve hat das gehasst. Es ist eine gute Gegend, aber er war zu ängstlich, was zu tun. Wenn er verdorben ist, lässt er vielleicht seine Wut raus. Aber sie werden ihm wehtun. Das Foto hat Steve zuletzt hochgeladen, bevor er verschwand. Ich konnte nichts Aktuelleres finden. Hm. Sieht nach der Upper West Side aus. Ich glaube, ich muss Richtung Norden. Upper West Side. Entweder hier, das ist ein Museum, also glaube ich nicht. Da sind Bäume. Hier. Ich glaube, der Park ist auf der Upper West Side. Philipp, was weißt du über Steve?
Er ist klein. Würde keiner Fliege was tun, könnte es auch nicht, selbst wenn er wollte. Die Dealer könnten ihn platt machen. Und ein kleiner Kerl brennt schneller aus. Ich beeil mich lieber. Da ist Wasser westlich der Bäume. Das grenzt es ein. Das Wasser ist westlich der Gebäude. Steve scheint viel Verantwortungsgefühl zu haben, aber keine Kraft. Hoffentlich bin ich rechtzeitig da. Tombstones Gang ist vielleicht nicht so unangreifbar. Wir haben gleich ein Foto geschossen am besten, mörderisch. Ne? Also wird das, was, wo ich jetzt hinschwinge, wahrscheinlich falsch sein. Sorry. Da oder warte mal hier, das sieht sehr verdächtig aus. Da ist der Park. Das Foto muss hier irgendwo aufgenommen worden sein. Also schwingen wir uns den Park entlang. Oh, das Gebäude kenne ich. Sind wir hier in der Nähe? Oh ja. Ich glaube, das ist es. Drüben bei den Bäumen. Hier sind wir richtig. Junge, bist du lebensmüde? Hey Leute, zeigen wir es dem College-Jungen. Das ist für den verdorbenen Typen ein paar Nummern zu groß. Ich muss ihn erst retten, bevor ich ihn versorge. Die Typen sind bewaffnet. Vielleicht kriege ich manche ohne Aufsehen. Schlaf gut. In einem Fass. Alles gut, Steve. Lass uns... Steve? Er ist noch verdorben. Was soll das? Ich hab dich gerettet! Jetzt muss ich wohl streng werden. Oh Gott, was hab ich gemacht? Ich hatte immer ein Problem mit den Typen. Aber heute wollte ich sie töten. Ich will gar nicht daran denken. Alles gut. Du kannst nichts dafür. Oh. Gibt eine Menge Kohle, wenn wir den Grabesstaub auf der Straße verkaufen. Hat er gesagt, der Letzte, ne? Der Letzte von wegen. Es gibt noch zwei Nebenmissionen hier, also wird es wahrscheinlich dann noch zwei geben.
Ich versuche immer so eine Schnellreise zu machen wie in Assassin's Creed, aber ich muss X nicht Viereck drücken. Ich finde diese Ladescreens einfach so geil, wenn man wenn man Schnellreise macht. Und ich muss sagen, die Schnellreise in diesem Spiel ist wirklich schnell. Also klar, es ist nicht so groß wie Assassin's Creed. Da ist es dann kein Wunder. Überrascht. Ist nicht selbstverständlich, dass man nur ein paar Sekunden im Bildschirm ist. Hey, Spider-Man! Spider-Man, es gibt noch viel mehr vermisste Studenten. Heute fand kein Treffen im Debattierclub statt. Alle sind auf einmal verschwunden. Ein koordinierter Angriff. Die Sache eskaliert. Wo war Ihr letzter Aufenthaltsort? Ihr Präsident Harold ist auf einem Touristen-Fotostream zu sehen. Die Brooklyn Bridge ist definitiv auf dem Foto. Das ist südöstlich der Universität. Ja. Hey, Spider-Man! Ja, könnte je sein. Ich guck einfach mal. Das ist die Brooklyn Bridge. Ich muss zum südwestlichen Ende der Insel. Aber wenigstens ist die Stadt, wo Spider-Man lebt, wirklich keine fiktive Stadt. So wie Gotham und so. Das ist definitiv die Brooklyn Bridge im Hintergrund. Obwohl, stimmt ja. Ist ja auch das andere Universum. Haha. Jetzt habe ich mich gerade selbst ein bisschen verhaspelt. DC ist ja mehr in fiktiven Orten, Marvel an Orten, die nicht fiktiv sind. Schwere Unruhen nähe Brooklyn Bridge. Brauchen Verstärkung. Oh oh, ich beeil mich lieber. Ja, manchmal blicke ich auch nicht da. Das müssen sie sein. Durch, was jetzt Marvel gehört und was DC. Es muss hier in der Nähe sein. Definitiv. Der Laster verliert Benzin. Wenn er explodiert, geht das ganze Viertel. Alter, seid ihr wahnsinnig? Sobald sie den Laster treffen, schlägt es Funken. Nicht schnarchen. Komm, mach mal schneller. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als euch in die Luft zu jagen? Das muss reichen. Falls ihr unsicher seid, entzündbar und entzündlich ist dasselbe. Danke. Ich wusste, dass es falsch war. Aber ich konnte nicht aufhören. Klingt nach einem typischen College-Studenten. Es ist alles in Ordnung. So, das ist aber jetzt die letzte Nebenmission. Ich finde es interessant, dass man sieht, dass es die letzte ist. E-Mails von der rapide schrumpfenden, aber hartnäckigen Gemeinde der Spider-Man-Fans und Fangirls, die darauf beharren, dass er ein Heiliger sei, weil er...
Spider-Man, wir haben eine Krisensituation. Das Football-Team hatte ein Auswärtsspiel und kam nie zurück. Man hat nur die leeren Busse gefunden. Team, Fans, Betreuer. Lee hat eine Armee am Start. Gibt es Spuren? Jemand hat den Quarterback Brad Davis erkannt. Hat ein Foto gepostet. Warte, das sieht aus wie der Bogen am Washington Square. Das ist doch neben der ESU. Oh. Das ist ja gleich hier. Die sind wie ein Rudel Wölfe. Je länger das dauert, desto eher gibt es Tote. Wie so Zombies hier. Komm, ich geh mal mitten rein und dann mache ich den hier. Schalten wir den Gang hoch. Nicht den Boden berühren. Wie viele Spieler sind noch mal im Team? Zum ersten Mal wünschte ich, unser Team hätte weniger Fans. Alter, was zum... Was ist denn hier los? Was? Ich hab dir das Ding doch gegen den Kopf geknallt. Komm, noch ein bisschen und... Jawohl. Ihr habt es so gewollt. Wenn sie gegen Stealth auch so hartnäckig gewesen wären. Zieh die Haut an. Zeig die Wahrheit darunter. Noch jemand? Oh ja, da läuft noch was. Ist das endlich vorbei? Das war irre. Ich war irre. Du bist nicht der Erste, dem das passiert. Die Ärzte haben die anderen untersucht und zum Glück keine bleibenden Schäden festgestellt. Danke. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Schlag die Wildcats am Samstag und wir sind quitt. Geschafft! Alle vermissten Studenten sind wieder da. Das ist gut. Vielleicht ist bald alles wieder beim Alten. Ich vermisse das Alte. Ganz deiner Meinung, Kumpel. Ja, schuld. Cool.